Nun, Strudel sind ihre Hände, Gischt ist ihr Mund, eine Stadt aus Korallen ihr Herz. Ihr Atem ist Ebbe und Flut, ihre Gnade sind ihre Gaben, ihr Zorn ist Orkan. Der dämonische Malmer ist tot. Janka wird nach und nach mit euren Soldaten und Söldnern befreit. Die Schlechtergilde und die Schmuggler sind passé, der Kult ebenso. Türen werden eingetreten und mutierte Fischmenschen herausgezogen. Die mondsilberne Drachentöter ist angelandet und sorgt für Sicherheit. So habt ihr genug Zeit, euch mit dem merkwürdigen Bild aus Stein zu beschäftigen und auch die Reihe Vadimeki zu untersuchen, die hier liegen. EDU, Schinne und ein Tempel. Zwar wisst ihr grob, wo das neue Jerkesh ist, doch die untergegangene Stadt ist verschollen. Und ihr wisst nicht, was ihr dort tun sollt, welche Aufgabe euch der Stein gibt. So jedoch konntet ihr regenerieren und etwas Kraft nach einem langen Kampf schöpfen. Oh, ich habe richtig gut geschlafen. Oh, seit dieser Nebel weg ist, das ist ja fantastisch. Ich weiß nicht, also eine eigenartige Aura hat dieser Palast immer noch. Man merkt, dass hier irgendwas war, dass dieser Ort Vergangenheit hat. Nun, jeder Ort hat Vergangenheit. Einigen Orten merkt man ihre Vergangenheit an. Und hier ist wohl nicht viel Gutes passiert. Das mag wohl sein. Gut. Nun, wie lange werden wir uns noch in der Stadt aufhalten? Ich gehe davon aus, noch ein paar Tage, bis alles Wesentliche geregelt ist. Aber ihr solltet Sulamin fragen, immerhin ist sie ja die Visierer. Ich glaube, ich höre sie kommen. Guten Morgen. Spät geworden gestern. Ach, wieso denn? Habt ihr Yalan schon gesehen? Nein. Er wollte eigentlich Pläne machen. Er sagte, er hätte irgendwelche Vorschläge für die Stadt. Aber am Ende hat er dann nur nach der ollen Karte gefragt. Geht vorsichtig mit dieser Karte um. Sie ist böse. Wir sollten sie gut unter Verschluss halten. Guten Morgen, meine Herren und Damen. Guten Morgen, Abelmir. Guten Morgen. Gibt es schon Frühstück? Ja. Es gibt hier beste Praius-Kern-Mus. Hier auf einem schönen, fluffigen Brötchen. Du verkommst so langsam zum Connoisseur, wie mir scheint. Ja, wenn etwas gut schmeckt, dann muss man es auch essen. Wem haben wir das Frühstück überhaupt zu verdanken? Ich meine, das stand schon hier, als ich aufgestanden bin. Was, du das, Voltax? Nein, ich bin nicht so ein beflissener Hauswirtschaftler. Vielleicht weiß Yalan, wer weiß. Vielleicht ist er schon ganz früh los. Oder es war der Geist dieses Ortes. Etwas zu beeilbern. Es gibt doch keine Geister. Nun, das lag daran, dass Diamantis und ich eben über die Vergangenheit dieses Ortes gesprochen haben und er meinte, man merkt die Vergangenheit und naja. Ein interessanter Ort, nicht wahr? In der Tat. Hat was sehr gar Eigenes an sich. Sagt einmal, habt ihr schon dieses Bildnis jetzt untersucht oder? Nein, das wollte ich heute im Laufe des Tages in Angriff nehmen. Aber ich ob es wohl einen Trunk gibt, der meine Konzentrationsfähigkeit ein bisschen aufrechterhält. Ihr meint einen Willenstrunk, der euch schützt, oder? Nein, mein Willen ist fest wie Stein. Eher etwas, das mich wach hält. Da habe ich wohl genau das Richtige. Hier, mein Flachmann. Aber Alkohol macht eher schläfrig, finde ich. Nichtsdestotrotz, ein Schlückchen in Ehren kann kein Zwerg verwehren.
Vielen Dank. Oh. So früh am Morgen und schon Alkohol. Ah ja, Diamantes hat es mir angeboten und ich meine, es wäre doch unhöflich abzulehnen, oder Abelmir? Dann reiche ich ihm den Flachmann. Nein, danke, es ist noch etwas früh. Na, wer nicht will, der hat schon. Ich denke, ich bevorzuge einen guten Tee. Nach allem, was die letzten Tage passiert ist, wann lohnt es sich denn eher zu feiern als jetzt? Das ist richtig. Aber wenn der Tee wirklich wach macht, dann sollte ich mir wohl auch ganz viel Tee einverleiben. Ah. Nun, was sind unsere weiteren Pläne für diesen Tag? Voltox, ja, hast du deine Vorhaben schon aufgeführt? In der Tat, ich möchte mir dieses Bild ganz genau angucken. Vor allem, was in der Vergangenheit dieses Bildes liegt. Möglicherweise sehen wir dort was, das wir bisher nicht erahnen konnten. Ihr solltet vorsichtig sein. Nun, das bin ich immer. Vorsicht ist mein zweiter Name. Naja, eigentlich ist mein zweiter Name in Anbetracht, dass ich ein Zwerg bin. Ja, ich habe keinen zweiten Namen. Aber wenn, dann wäre es Vorsicht. Voltax. Vorsicht. So. Nun, vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen. Och, bestimmt. Aber... Bitte nach euch. Wenn ich etwas sehe, dann werde ich es euch aber nur beschreiben können. Jetzt nicht so, dass ich es euch danach zeigen kann. Das ist in Ordnung. Hoffen wir nur, dass ihr schlau daraus werdet. Denn sonst haben wir nicht viel davon, dass ihr etwas gesehen habt. Ich bin ja eigentlich nicht der Neugierige, aber was genau willst du da jetzt machen am Bild, Voltax? Ich meine, wir saßen da schon Stunden vor. Naja, ich sitze dann auch Stunden vor. Genau genommen etwa 7 Stunden. Ich schaue mir an. 7 Stunden? Naja, ich sagte, ich muss wach bleiben. Was habt ihr denn gedacht, dass ich für 1-2 Stündchen da hinsetze und dann der Zauber gewirkt ist? Nein, nicht wirklich, aber 7 Stunden. Naja, ich schaue mir eben die gesamte Geschichte dieses Bildes an. Rückwärts, gewissermaßen. Das dauert seine Zeit. Da springt man nicht von dem einen Punkt zum anderen. Und ich werde hauptsächlich nun ja wesentliche Etappen im Laufe des Bildes sehen. Und wir hatten ja überlegt, ob das Bild vielleicht eine Art Opferstätte oder ähnliches ist. Erinnert euch an diesen Pelz in der Mitte, der so scharf geschliffen ist. Möglicherweise sehe ich kultische Handlungen, die sich wiederholen, oder sehe die Anfertigung des Bildes und welcher Teil zuerst gemalt worden ist und ob vielleicht ursprünglich etwas unter dem Bild lag, was wir jetzt nicht mehr erkennen können, oder ob das Bild verändert worden ist im Laufe der Zeit. Na, so etwas eben. Nun, ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Ein Blick auf das werfen, was bereits geschehen mag. So etwas vermögen die Magier in der Halle der Erleuchtung nicht zu tun. Naja, ich bin ja auch kein Magier. Ich bin ja etwas Besseres. Wenn ich zu Unmut habe mir. Ihr seid ein ganz, ganz toller Magier. Nun, danke. Aber eine Formel, die Zeit selbst beeinflusst, das ist schon etwas Besonderes, was nicht jeder kann. Ach, Rafim, guten Morgen. Ausgeschlafen? Wie geht's deinen Wunden? Ja. Mira ist nachts einmal auf mich draufgetreten. Aber sonst. Naja. Ein Tee? Ja, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss gleich los. Wohin wollt ihr denn? Naja, ich muss den Malma noch auskochen. Ihr wollt doch nicht wirklich in diesem Ungetüm einen Tempel errichten? Natürlich. Ich habe sogar schon mein Anschreiben fertig gemacht. Ich finde, das hat Stil.
Nun, ist ein dämonisches Ungetüm. Aber ja. Wenn ihr meint. Nun, Dämonen verschwinden gewöhnlich, nachdem man sie getötet hat. Aber. Nun, dann habe ich mich vielleicht etwas zweideutig ausgedrückt. Es ist ein Mischwesen, könnte man sagen. Ähnlich einer Arche. Ein Teil davon ist dämonisch, ein Teil davon ist derisch. Vielleicht solltet ihr nochmal einen Blick darauf werfen, Abelmir. Ich wäre dafür, dieses Ungetüm vollständig zu beseitigen. Eine Weihestätte für gewisse Paktierer können wir hier nicht brauchen. Ja, deswegen wird es ja ein Chortempel. Nun, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Also, ich kann das mal grob vergleichen mit so einem Drachen, den wir Zwerge hin und wieder mal erledigen. Das sind ja auch verruchte Ungetüme, böse bis auf die Knochen. Naja, und genau diese Knochen und alles andere von den Drachen, das verwenden wir ja auch. Ein Drache ist kein Dämonoid. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Drachen böse und übel sind und stinken. Und naja, ist ja auch egal. Ich kann jetzt anfangen, mich über Drachen auszulassen, aber das dauert dann wieder 5 Stunden. Ihr habt ja selbst dieses Draconomikon damals gelesen. Ihr wisst ja, böse Kreaturen. Aber sie haben Panzerung und aus der Panzerung kann man andere Panzerung für uns Zwerge machen, die uns helfen, weitere Drachen umzubringen. Und wenn wir aus der Panzerung des Malmas einen Chortempel machen, der uns Chorgeweihte gibt, die uns helfen, Archen umzubringen, dann finde ich das in Ordnung. Nun, ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Kreatur ein Dämonid war. Und alles, was damit in Zusammenhang steht, kann nicht gut sein. Ich wollte diesen Vorschlag nur äußern. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Einzigartig wäre der Tempel alle Male. Naja, der in Gareth ist ja auch in alten Teilen der Festung. Das ist schon so ein bisschen so Tradition, würde ich fast sagen. Nun, ich denke, ihr werdet auch nicht in der abgestürzten Festung einen Tempel bauen, oder? Naja, also in Teilen ist schon ein Tempel gebaut worden. Wart ihr schon mal da? Ich meine die abgestürzte Festung von Galotta. Ja. In Dämonenbrache. Ach so, nein. Dort wollt ihr wohl auch keinen Tempel bauen, oder? Nee, das ist ja auch völlig. Also da kommt ja gar kein. Da kommt man ja gar nicht gut hin. Selbst wenn, wäre das keine gute Idee. Ich denke, dass Chors Segen über die dämonischen Überreste in dem Gehäuse triumphieren wird. Aber nichtsdestotrotz sollte man das vielleicht überprüfen. Wenn er ausgekocht ist und sich... wenn man den Tempel geweiht hat, oder sollte das gescheitert sein, dann könnte man nach den Ursachen forschen. Ja, ich habe schon nach Hause geschrieben, dass sie uns eine Geweihte schicken. Ich weiß nur nicht, wen wir bekommen. Nun ja, ein Chorgeweihter ist ein Chorgeweihter. Naja, also ich habe extra nach einer Geweihtin gefragt, weil hier in Aranien, diese stellen sich ja immer alle an. Ein guter Gedanke. Ich finde es schön, wenn in meiner Stadt ein Chortempel entstehen soll. Seht ihr, wenn die Visierer dafür ist. Dann soll das so sein. Chortempel locken immer Söldner an. Und Söldner können in einer solchen Stadt gut gebraucht werden. Noch keine Ordnung herrscht. Ja, ich würde den einfach direkt neben dem alten Swafnir-Tempel da irgendwo bauen. Keine Ahnung, ich reiß einfach ein paar Häuser ab. Da wollte ich sowieso noch hin. Es stand eine alte Rotze, die ich noch nicht gut lang genug begutachten konnte, da am Swafnir-Tempel. Wollte ich noch einen Blick rüberwerfen. Falls du Hilfe brauchen solltest bei dem Malmer. Ich weiß zwar nicht, wie du das auskochen willst, aber falls du da ein bisschen was mit Holz machen willst, kann ich dir helfen. Naja, also ich hab gedacht, ich nehme eine Trollzacke, dann schneiden wir da vorne irgendwie ein Loch rein oder reißen den Mund auf und dann schneiden wir uns da rein.
Das Maul mit kräftigen Balken öffnen, meinst du? Und jo, als Eingang? Ja, irgendwie sowas. Also, wenn ich einmal einen Tipp geben darf von meinen Kenntnissen über den Bergbau. Es ist immer wichtig, wenn ihr euch in so etwas hineingrabt, stützt am Anfang mit kräftigen Holzbalken die ganze Last so ab, dass sie auf die Seiten verteilt wird und dass nicht unglücklicherweise hinter euch der Gang zusammenbricht und ihr zerquetscht werdet von, in dem Fall, Innereien des Malmers. Das wäre ja nicht schön. Nein, nein, ich hab gedacht, wir gehen da rein und dann machen wir ihn von vorne nach hinten leer. Hm. Also wir graben erst nach oben. Ah. Was haben die mit dem Fleisch vor? Ja, wenn ihr es haben wollt, dann könnt ihr es haben. Nicht wirklich, aber nun ja, es muss irgendwo landen. Ja, verbrennen, dachte ich. Ich denke, Fleisch wird nicht gut verbrennen. Ja. Dann liegt's da. Nun, es verwest und stinkt erbärmlich. Ja, deswegen will ich's ja verbrennen. Vergrabt es doch am besten. Ja, können wir auch machen. Ist mir eigentlich egal. Möchte noch jemand mitkommen? Oh, Diamantest, dann habt ihr ganz alleine die Ehre, mit mir in Innereien rumzuwühlen. Ich sehe mir lieber das Ergebnis an. Das klingt doch ein bisschen unappetitlich, was ihr heute vorhabt. Och, das stellt ihr euch schlimmer vor, als es ist. Wir schneiden uns in ein riesiges Tier und, ja, doch, es ist schon ziemlich widerlich. Ja, ist nicht abzustreiten. Müssen wir heute sonst noch irgendwas erledigen, Visira? Muss ich nur für irgendwas anwesend sein? Nein, ich denke nicht. Unsere Truppen sind jetzt in der Stadt. Man kann zumindest die Hauptstraßen gefahrlos begehen. Und nun, ich denke, ich werde heute in erster Linie einige Briefe schreiben. Viele müssen erfahren, was hier passiert ist. Und ja, wir werden auch Unterstützung benötigen, denke ich. Diese Stadt braucht dringend wieder eine Stadtwache. Ja, sehr vernünftig. Rafim greift sich kurz an seinen Rücken und zieht ein Stück Papier vor. Ja, dann schickt das mal gleich mit nach Al-Anfa, wenn ihr E-Briefe verschickt. Gerne. Wunderbar. So, Diamantes, bist du jetzt fertig? Wir haben da noch ein riesiges Tier auszukochen. Ich freue mich schon. Ja, auf, mein guter Herr. Auf. Als ihr euch aufmacht, erhebt, noch die letzten paar Krümel vom Frühstück so ein bisschen beiseite fegt und nach draußen geht, könnt ihr sehen, wie sich aus den Schatten mal Jessica Palligan schält und dann neben euch geht. Verzeiht, Basalt Faust. Ich würde euch gerne begleiten. Ihr könnt mich überall hin begleiten, wo ihr wollt. Trollzacker, hier du da. Hier, Kuga, komm mal her. Siehst du die nette Frau da neben mir? Ja. Wenn dir irgendwas passiert, dreh dich dir in den Arsch, also pass auf sie auf und fass sie nicht an. Okay. Gut. Glaubt ihr wirklich, dass ich einen Leibwächter brauche? Nein, aber ich halte es nicht für nötig, dass ihr euch mit diesem Schmutz, der hier rumläuft, persönlich befassen müsst. Nun, dann sei euch gedankt. Ich gehe davon aus, dass ihr den Malmer auskochen wollt. Ja, wollt ihr was davon haben? Ja. Ja, gerne. Möchtet ihr was Bestimmtes? Dann suchen wir danach. Ich möchte seinen Magen durchwühlen. Ja, wie ihr möchtet. Möchtet ihr das selber machen oder sollen wir das machen? Es ist mir einerlei. Die Fundstücke sollten allerdings mir vorgelegt werden. Ich suche nach etwas. Hat er etwas gefressen, was euch gehört? Nicht mir, aber was von Interesse ist, ja. Ja, wie ihr möchtet. Machen wir. Sie deutet eine Verbeugung an und tritt daneben mit ihrem Seidenschleier weiter neben euch. Der Kurger hat sich ebenso angeschlossen und so könnt ihr durch die Stadt stampfen. Die Rotzenkugeln, die sich noch im Panzer befinden, können wir alle wieder rauspulen. Können wir alle noch gebrauchen. Wir sollten nichts verschwenden. Du bist schon so ein, wie nennt man das hier, so ein fächsischer Sparfuchs bist du. Sparfuchs.
Man kann nie genug Munition haben. Du willst nicht auf offener See in einer Seeschlacht sein und dann merken, dass dir auf einmal die Rotzenkugeln ausgehen. Das ist ein Todesurteil. Ja, magst du recht haben. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, aber klingt vernünftig. Ja, während die anderen beiden abgehen, können die anderen erkennen, wie Wilbur von Rabenmund mittlerweile reinkommt und entgeistert auf das Schlachtfeld blickt, was ihr zurückgelassen habt. Das waren meine Brötchen, die habe ich mir geschmiert. Oh, die waren fantastisch, vielen Dank. Gut gemacht. Die wollt ihr doch essen. Jetzt sind sie weg. Dieses Rätsel auch gelöst. Ich war schon etwas beunruhigt. Oh, jetzt muss ich neue machen. Wir sollten eine Küche anstellen. Ja, unbedingt. Oder wir holen diese verlorenen. Nein, das sollten wir lieber nicht machen. Ich bin froh, dass ich endlich von diesem Schiffsfraß wegkomme. Ach so, falls ihr Jarlan sucht, er ist, glaube ich, in Parainabad beim Obstbaron oder diesem Bauern, wo ihm Gaftar. Ach so, interessant. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, ich habe Olim davon überzeugt, dass er sich bei ihm entschuldigt. Und Olim wäre tatsächlich sogar selber zu ihm gekommen. Aber nun, als ich das dem Herrn Greifenmund berichtete, dem 1O, da sagte er, dass er selber geht. Also wenn ihr ihn sucht, ihr findet ihn wohl da. Ach, den Göttern sei Dank, dass diese Angelegenheit endlich erledigt ist. Wegen mir. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ja, doch, danke. Doch. Weiß ich, danke. Ihr dürft jetzt neue Brötchen machen. Ja, derweil geht die Tür auf und ihr könnt sehen, wie Hasswolf nur noch einen, ihn anknurrt. Rabenmund, raus. Er geht dann aber auch schon, weil er von Boltax in die Küche geschickt wird und so ist Wilbur weg. Hasswolf da. Einen schönen guten Morgen, Hasswolf. Morgen. Draußen auf See stürmt es. Rondra ist mit uns. Auch wenn wir noch keinen Effort haben, aber. Ah, sie zeigt schon die ersten Gewitterfronten. Naja, das ist gut, oder? Wir sollten auf alle Fälle noch ein paar Tage warten, bis wir wieder ablegen. Kann auch sein, dass die tiefe Tochter, die Herzogin der Finsternis, der Säuferin, immer noch um ihr Unheiligtum bangt. Aber soll sie nur toben? Geben wir ein bisschen Zeit. Ja, genau, soll sie doch heulen. Wohin wollen wir als nächstes fahren? Auch wenn wir das jetzt noch nicht können, aber ein neues Ziel brauchen wir. In Janka will ich nicht bleiben. Das macht Sinn. Nun, ich denke, Kunshum würde sich anbieten. Wir brauchen neue Leute. Mehr Leute. Was für Leute? Schützen? Nun ja, Matrosen, Seesoldaten, alles was man brauchen kann. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir bisher nur einen Steuermann angeheuert. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Tja, wahrscheinlich noch zwei mehr. Kann man immer mal brauchen. Achso, hattet ihr überlegt, die Rache von Janka anzustellen? Hätte mich eben kurz mit ihnen unterhalten. Wenn ihr das machen wolltet, die sind, glaube ich, gleich weg. Torwaller. Wie, sie sind gleich weg? Wollten aufbrechen. Sie haben gesagt, sie wollen mit Janka nichts mehr zu schaffen haben, jetzt wo sie ihre Leute gerecht haben. Ja, und wie nennen sie sich jetzt? Immer noch Rache für Janka, was weiß denn ich? Ach. Ich will keine Paktiere auf meinem Schiff haben. Früher waren sie die Drachen. Ja, dann ist Rache für Janka tatsächlich ein besserer Name. Ist euch aufgefallen, dass da nur ein D fehlt? Nein. Tja, zwergischer Humor, was? Genau. Vor allem torwascher Humor. Es wird nicht besser. Ja, aber mir euren Hass gegen uns habe ich schon verstanden. Oh. Daran werde ich auch noch arbeiten. Oh, kennt ihr den? Der ist mir vor 2 Wochen gekommen, aber ich hatte noch auf die richtige Möglichkeit gewartet, ihn anzubringen. Also, was unterscheidet der heilige St. Gilborn von Störrebrands Kutsche, der Bornstolz? Nein, was haben sie gemeinsam? Also, was haben der heilige St. Gilborn und die Bornstolz gemeinsam? Ich glaube, ihr habt den Witz schon kaputt gemacht, oder? Nein. Erzählt ihr dann am besten irgendjemand anderem, der die Pointe noch nicht kennt. Oh, Abelmir. Nun, ich würde keine Witze über die heiligen Gilborn machen. Ach. Hat das irgendwas mit Gold tun? Nein, es sind beides Märtyrer. Ungewöhnlich. Oh. Ihr müsst wirklich an eurem Pointen arbeiten.
Ich glaube, irgendwo lacht jetzt gerade leise ein Zwerg. Ja. Ein Zwergenkönig sogar. Auf jeden Fall. Also, guck ich um. Gut, gut. Dann kann ich da schon mal die Logbücher schreiben. Sind gut gepflegt, kann ich euch nachher vorlegen. Sonst noch irgendwas? Weil ihr sagtet, dass die Torvaler Otter aufbricht, würdet ihr sie in der Mannschaft haben wollen? Denn sie haben ja aktuell kein Schiff. Sie sind Paktierer. Durch und durch. Könnt ihr das beweisen? Ja. Dann haltet euch mit den Anschuldigungen zurück. Ja, Jarlan konnte es beweisen. Er meinte etwas zu erkennen. Und ich vertraue seinem Urteil. Seid froh, dass ihr nicht auf See seid, Kapitän. Er hat viel Ahnung von Paktierern. Ich denke nicht, dass sie alle Paktierer sind, aber ja, unser Preisgeweihter hat eine von ihnen verdächtigt. Er meinte, etwas gespürt zu haben. Ich würde deswegen niemanden verurteilen, aber... Nun, bevor wir sie in die Mannschaft aufnehmen würden, müsste man der Sache auf jeden Fall nachgehen. Tja. Also, wie gesagt, ein Schiff haben sie nicht, aber eine Otter sehr wohl. Zumindest sprach davon eben Stierbjorn. Ich hatte eben mit dem Schwarzen gesprochen. Ja, kommt gerade von ihm. Aber das ist nicht mein Metier, wenn ihr sie nicht haben wollt. Ich glaube, sie haben auch kein gesteigertes Interesse daran, mit euch gemeinsame Sachen zu machen, da ihr euch mit den Verkina verbündet habt und dieses Zweckbündnis nun durch den Tod des Malma erloschen ist. Abenteuer. Abenteuer. Soll ich euch noch irgendwen schicken? Ja, unseren Botaniker. Keine Setianer. Genau. Bittet ihn, ein paar aufputschende Kräuter mitzubringen. Gut. Was habt ihr denn jetzt schon wieder vor? Naja, ich will nicht einschlafen während den 7 Stunden. Ihr sollt einen klaren Kopf behalten dabei. Ja. Deshalb aufputschende Kräuter. Nicht benebelnde Kräuter. Ihr macht das schon. Abenteuer. Abenteuer. Damit dreht er sich um und ist weg.